Auch die Zubereitung der Nahrung ist ein ganz wichtiges, wichtige Regel in der Ayurveda. Man sollte beim Zubereiten der Nahrung in einem guten Zustand sein, in einem ausgeglichenen Zustand sein. Man sollte freudvoll und nicht gestresst sein und man sollte eben nur diese frischen Nahrungsmittel verwenden, nichts aufwärmen. Man sollte ungünstige Kombinationen von Nahrungsmitteln vermeiden. Ungünstige Kombinationen können auch unsere Gesundheit also wirklich ganz beeinträchtigen, wie zum Beispiel eine No-Go-Sache in der Ayurveda ist, Früchte mit Milchprodukten zu vermischen. Man sollte niemals Milch oder ein Fruchtjoghurt oder so etwas essen. Das ist für uns ganz, es ist unverdaulich einfach, sehr extrem schwer verdaulich. Und alles, was schwer verdaulich ist in der Ayurveda, ja, das bedeutet, dass da Giftstoffe zurückbleiben. Das sogenannte Ama, das dann unsere ganzen Zellen und feinen Kanäle verklebt. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir darauf achten, dass die Kombinationen von Nahrungsmitteln gut gewählt sind, nicht falsch sind. Da gibt es eine ganz große Liste davon, ja, was da alles dazu zählt. Es sollte die Quantität ist auch extrem wichtig. Man sollte nicht zu viel essen. Nur so viel, wie in einen Handteller passt. Es sollte ein Drittel des Magens nur gefüllt werden. Das zweite Drittel mit Flüssigkeit und das dritte Drittel, das bleibt leer, damit der Nahrungsbrei gut vermischt werden kann, was auch die Verdauung wiederum fördert. Die Herkunft der Nahrung auch wichtig, das heißt eigentlich regional, saisonal und frisch sollte das sein. Dann die Essenszeiten sind wichtig zu befolgen. Man sollte vor allem regelmäßig essen, nicht irgendwann, so wie wir das in unserem westlichen Leben gerne machen, durch Arbeit oder Beruf, Schule und so weiter beeinflusst. Man sollte versuchen, früh zu essen, zum Mittag zu essen und am Abend zu essen und dazwischen höchstens einmal eine Frucht oder nur eine Kleinigkeit. Dieses ständige Zwischendurchessen und Essen, ja, dadurch kommt unsere Verdauung ins Ungleichgewicht, unsere Doshas ins Ungleichgewicht. Es entsteht sehr viel Gift in unserem Körper und wiederum die Ursache von Krankheiten. Die Speisefolge, auch wichtig. Hier eben wiederum, es hat damit zu tun, dass man zuerst den süßen Geschmack zu sich nehmen sollte, der besänftigt das Vata, dann sauer und salzig als zweites und als drittes scharf, bitter und herb. Wenn man das befolgt, dann wird die Verdauung viel besser funktionieren und schneller und es bleiben nicht so viele Giftstoffe zurück. Und wie gesagt, der geistige und körperliche Zustand des Essers spielt natürlich auch eine Rolle. Wir sollten einfach in einem entspannten Zustand sein, wenn wir essen und nicht unter Stress. Und Nahrungsmittel, also in der Ayurveda wird immer empfohlen, sie zu kochen, nicht tot zu kochen, aber also bei der Zubereitung darauf zu achten, dass sie eben immer erhitzt werden. Weil alles, was kalt ist, also stört eigentlich das Verdauungsfeuer, löscht das Verdauungsfeuer. Das heißt, also das Verdauungsorgan braucht Hitze, damit es funktioniert. Und wenn ich jetzt mit kaltem Essen oder kalten Getränken diese Hitze wieder runterlösche oder die Temperatur runterbringe mit Gewalt, dann braucht das viel länger, um zu verdauen oder wieder sich aufzuheizen. Und das heißt, es bleiben wieder Giftstoffe armer zurück. Also alles, was gut und schnell und leicht verdaut werden kann, ist von Vorteil. Es gibt unzählige Ernährungsregeln in der Ayurveda. Es gibt seitenweise Ernährungsregeln. Wenn wir uns nur ein paar zu Herzen nehmen, wie zum Beispiel, was ich schon auch einmal gesagt habe, essen nur so viel, wie man Hunger hat, also nicht mehr. Dann Nahrungsmittel, die der Jahreszeit entsprechen.
Dann man sollte auch nur im Sitzen essen, nicht im Stehen. Und wenn man es isst, dann sollte man nur essen und nicht nebenbei etwas anderes tun, wie zum Beispiel lesen oder fernschauen. Man sollte nicht zu hastig essen. Und ganz wichtig, eben keine eisgekühlten Getränke. Und nach dem Essen ein Eis essen, einen Eisbecher mit Früchten oder so, das ist überhaupt der Tod von jedem Verdauungsorgan. Dann kann man ganz sicher sein, dass man extrem lange braucht, um die Speisen, die man vorher konsumiert hat, verdauen zu können. Und dadurch ganz viele Giftstoffe entstehen, die wieder überall sich verteilen im ganzen Körper. Man sollte nicht zu viel essen. Nur kurz nach einer Mahlzeit, nie kurz nach einer Mahlzeit erneut wieder essen. Auch während einer Mahlzeit nicht zu viel trinken. Es ist wichtig, eben nur so schluckweise zu trinken, ganz wenig. Und wie gesagt, nie unter Stress oder bei schlechten Emotionen essen. Es gibt, wie gesagt, es gibt ganz unendlich viele Regeln. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Ginge zu weit.